Herzlich willkommen bei unserem A1 Roundtable hier auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Lieber Herr Professor Dr. Franke, vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Wir sind am Institut for Entrepreneurship und Innovation, ein Platz, der kaum besser geeignet wäre als ein anderer für das Thema, das wir heute behandeln wollen. Wir sprechen darüber, wie man Innovation in Unternehmen aufbauen kann, verfestigen kann, entwickeln kann, nach außen tragen kann, aber auch, was man tut, wenn die Innovation im Unternehmen sozusagen nicht selbst gehoben werden kann, sondern sich die Idee anbietet, das gemeinsam mit anderen zu machen. Neben dem Herrn Dr. Franke haben wir noch zwei weitere GesprächspartnerInnen. Bitte, Selene, wenn du kurz dich vorstellst. Gerne. Danke auch von meiner Seite. Mein Name ist Selene Horner. Ich leite den Hub Strategic Portfolio und Ecosystems bei der A1. Bin im Geschäftskundenbereich tätig. Ja, und das Thema beschäftigt mich sehr intensiv, weil wir uns am Anfang des Jahres dazu entschieden haben, das Team neu zu formieren, aufzubauen, weil das immer mehr an Bedeutung auch für uns bei der A1 gewinnt. Wir sind sehr gespannt, was A1 konkret in dem Bereich tut und freuen uns auf deinen Erfahrungsschatz. Mario, bitte ein paar Sätze zu deiner Person. Sehr gern. Mario Meierthaler, mein Name. Ich leite bei uns den A1 Startup Campus. Also wir haben eine Plattform für Startups, mit denen wir zusammenarbeiten. Sind jetzt mal 19 Stück derzeit. Und bin auch noch Geschäftsführer einer A1-Tochter namens Invenium, die sehr stark mit dem Kerngeschäft der A1 innoviert. Die ursprünglich also gar ein Spin-off einer Universität war. Absolut richtig. Und insofern eine schöne Success-Story auch bietet. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zum universitären Bereich. Ganz genau. Also ist ein Spin-off der Technischen Universität Graz, hast völlig recht. Und die Gründer sind noch an Bord und hat eben aufgrund der inhaltlichen Nähe einen sehr starken Bezug zum Kerngeschäft der A1. Gut, dann gehen wir in medias res. Lieber Herr Dr. Franke, Innovation, Innovationsprozesse, großes Thema. Jedes Unternehmen ist davon betroffen. Was sind denn für Sie die wichtigsten 3 bis 4 Aspekte, wenn es darum geht, Innovation im Unternehmen einmal zu generieren? Und wie nimmt man die Mitarbeitenden auf diesem Pfad mit? Also ich glaube, ganz entscheidend ist zunächst mal, dass man das Ziel Innovation setzt, kommuniziert und auch nachhaltig verankert. Das ist deswegen wichtig, weil Innovation auch immer in einem gewissen Gegensatz zu anderen Unternehmenszielen steht, wie Kosten senken und Qualität. Die ist dann natürlich auch wichtig, aber wer auf Innovation setzt, muss in Kauf nehmen, dass man investiert, zunächst Geld investiert, Mittel investiert und die Returns kommen erst später und sind auch ungewiss. Der zweite Punkt ist der, dass Innovation bedeutet, Fehler zu akzeptieren. Das sind Experimente mit ungewissem Ausgang. Manche klappen viel besser, als man gedacht hat und manche scheitern. Das ist für jemanden mit einem Null-Fehler-Prinzip oder Null-Fehler-Ziel und höchsten Qualitätsansprüchen teilweise schwer zu verstehen. Also die 3 Ziele müssen in Harmonie sein und nur Unternehmen, die sich auch zur Innovation bekennen, werden Innovation haben. Und das hat dann Auswirkungen auf die ganzen Teilsysteme, Führung, Organisation, Kultur, Außenorientierung. Die müssen innovationsorientiert sein. Der zweite Teil, mit dem Sie sich hier im Institut sehr intensiv beschäftigen, ist der Entrepreneurship, also Unternehmertum im weitesten Sinne. Wie bringe ich denn diesen Spirit ins Unternehmen rein? Das ist ja ein Schlagwort, das man gerne verwendet. Jeder Mitarbeiter soll unternehmerisch denken. Das ist der Idealfall. Aber gelingt denn das auch immer? Zunächst mal ist mir ganz wichtig, immer zu erklären, dass Innovation, dass man nicht sagen kann, Innovation oder Entrepreneurship, sondern Innovation bedingt Entrepreneurship. Im Sinne von, wir haben eine Idee, eine Erfindung, eine Entdeckung, einen möglichen Markt dafür. Und wir brauchen Personen, die diese Idee, Erfindung, Innovation umsetzen. Ohne Person keine Innovation. Und die Personen, die das erkennen, die Opportunity, die in der Lage sind, das Big Picture zu sehen, die dafür kämpfen, die Widerstand managen. Es gibt ja immer Widerstand gegen Innovation. Also die tollste Sache verdrängt was, stellt etwas in Frage. Investitionen der Vergangenheit werden erschwert oder werden vernichtet. Schumpeter spricht von der schöpferischen Zerstörung. Man braucht also gegen den Widerstand Energie. Und die haben Personen, die dran glauben und die sagen, das will jetzt niemand, aber ich glaube dran und ich setze es durch. Und die nennen wir Entrepreneurs. Und das können Gründer sein, das können aber auch Manager in einem Unternehmen sein, das können Politiker sein, die gibt es in der Wissenschaft, die gibt es in der Kunst, die gibt es in allen Lebensbereichen. Hoffentlich.
Wie war das bei euch, Mario? Seid ihr aus einem Spin-off ursprünglich heraus entstanden? Wie hat sich das ergeben, wenn du so kurz diesen Weg noch skizzieren kannst, den Invenium damals gegangen ist? Invenium ist eben eigentlich aus einer Forschung auf der Uni entstanden, auf der TU Graz. Damals gab es eben ein gefördertes Projekt und die Gründer sind zu uns gekommen und haben eigentlich ganz einfach auch das Geschäftsmodell vielleicht erklärt, gesagt, wir können Mobilfunkdaten anonym, also wie sich Handys quasi anonym durchs Land bewegen, mit diesen Daten können wir was machen. Da können wir Analysen machen für Verkehr, für Tourismus und so weiter. Und die haben gesagt, wir können das, wir haben das mal unter Beweis gestellt in einem kleinen Projekt und wir haben uns das dann angesehen und gesagt, ja, schaut vernünftig aus, ist international ein Trend, gibt es noch nicht am Markt, in Österreich zumindest, also First Mover. Und dann hat die Kooperation zwischen der 1 und der Invenium begonnen, auch indem man einfach mal zu den ersten Kunden hingegangen ist, mal wirklich versucht hat, das Produkt auch weiterzuentwickeln, mal die ersten Steps zu machen, mal zu schauen, kauft das jemand, will das jemand, braucht das jemand, nützt das überhaupt. Und so ist das Ganze dann ins Laufen gekommen und irgendwann waren wir dann bei dem Punkt, weil die Invenium ja eben mit Mobilfunkdaten, also datenschutzkonformen, anonymen Mobilfunkdaten der 1 arbeitet, dass man gesagt hat, die zwei Firmen sind so eng und eigentlich arbeitet die Invenium sozusagen mit einem, das ist zwar ein Begriff, den ich nicht sehr schätze, aber mit einem Abfallprodukt der 1, also mit einem Abfallprodukt aus dem Kerngeschäft, nämlich mit Daten. Jetzt kooperieren wir stärker und dann sind wir als 1 in die Invenium eingestiegen, zuerst mit 20% und dann mit 51% und haben dadurch dann die Kooperation weiter ausgebaut und sind jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch noch etwas, wo wir als kleine Firma natürlich sehr stolz sind, sondern sind auch seit letztem Jahr in Deutschland unterwegs und dort auch erfolgreich mit Kunden unterwegs. Und mit einem Produkt, das es ja in dieser Form eigentlich nur bei euch gibt, in der Qualität, in der Datenqualität. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eigentlich sozusagen aus einer guten Idee heraus in Kooperation mit einem Großunternehmen, einem etablierten Unternehmen, was wirklich Interessantes entstehen kann. Wir werden dazu später dann noch von Selene hören, was da noch alles gibt. Ich möchte ein bisschen in den Themenbereich der Ökosysteme jetzt einsteigen. Das ist ja etwas, das momentan sehr oft gehört wird, ein bisschen auch gehypt wird in der Wirtschaftswelt. Man liest überall, wie wichtig dieses Thema ist. Durch Kooperationen soll Mehrwert entstehen. Mehrere arbeiten zusammen und schaffen das, was einer alleine oder eine vielleicht nicht schafft. Worauf kommt es aber dabei an? Was ist wichtig, wenn man sozusagen überlegt als Unternehmen, ich möchte Teil eines solchen Ökosystems werden? Also zunächst mal, ja, Kooperation ist entscheidend und viele Menschen unterschätzen das, denken, Wirtschaft wäre jeder gegen jeden Kampf, Evolution und auch die Evolution besteht zum großen Teil aus Kooperation. Das heißt also Spezialisierung und Zusammenarbeit, Austausch und das gilt im Wirtschaftsleben ganz genauso und in Zeiten höheren von Globalisierung, von höherem Druck an Zeit, an Qualität, an Innovation, ist es notwendig, sich stärker zu spezialisieren. Und große Unternehmen haben zum Beispiel bestimmte Stärken und kleine haben andere Startups und auch Schwächen. Und es ergeben sich Komplementaritäten, das heißt also Dinge, die gut zueinander passen und die sich gut ergänzen. Und für diese Komplementaritäten muss man entsprechend offen sein. Das heißt, man muss sie suchen, man muss Schnittstellen nach außen setzen, man muss den Wert des anderen anerkennen und dann kommt es auf die vielen Dinge an, die man in der Kooperation richtig machen kann oder auch falsch machen kann. Also Langfristigkeit ist wichtig, Vertrauen ist wichtig, die Zusammenarbeit gut managen, die ja komplex ist, gerade wenn es mehr als zwei Partner sind. Und was würden Sie schätzen, wie stark ausgeprägt ist dieser Wille zur Kooperation schon? Sie meinen jetzt in Österreich oder? Sie sind ja international auch unterwegs, Sie machen viel in Deutschland zum Beispiel. Also da gibt es große Ideen, Thema E-Mobilität. Da sind die Autokonzerne relativ bald draufgekommen, das stemmen Sie nicht allein. War ein Anfang eigentlich. Doch, also aber was würden Sie sagen, wie entwickelt sich das? Das Inseldenken gibt es eigentlich nur noch in Organisationen, die eigentlich zum Untergang verdammt sind. Also eigentlich ist das Bewusstsein überall da, dass man heute in Kooperation denken muss, in Austausch, in Ökosystemen. Ich würde sagen, das ist ein dominanter Trend überall dort, wo der Druck auf Innovation hoch ist. Und wo ist er nicht hoch? Ja, welche Bereiche sind davon ausgenommen? Also wo haben wir keinen
Wettbewerb von neuen Geschäftsmodellen, neuen Produkten, neuen Services, neuen Prozessinnovationen. Wo gibt es denn das nicht? Und überall dort muss man sich öffnen, muss schauen, wo kommen die besten Ideen her, wo können wir einfach das Material bekommen für die Produkte und die Antworten von morgen. Das kann sich kein Unternehmen mehr erlauben, zu sagen, das machen wir als Insel. Also den geschützten Bereich gibt es ja eigentlich nicht mehr, außer in ganz kleinen Teilbereichen vielleicht. Ja, vielleicht dort, wo die Regulierung Monopole schafft oder wo man in anderer Form geschützte Bereiche hat. Ich sage jetzt mal, wo der Markt herrscht, schafft der den Druck. Das ist eine gute Überleitung zu dir, Selene, weil du arbeitest für ein Unternehmen, das ursprünglich eigentlich aus einem, nicht falsch verstehen, geschützten Bereich kam. Also Post- und Telegrafenverwaltung war das, wie es heißt, ja. Und nicht mehr, nicht weniger. Mittlerweile ist es ein hochkompetitives Unternehmen in einem sehr intensiven Wettbewerb. Und du bist eine derjenigen, die jetzt diesen Kooperationsgedanken im Unternehmen vorantreibt, aber auch nach außen trägt. Wie geht es dir dabei und was ist dir dabei wichtig? Ja, genau. Also der A1, da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und wir arbeiten natürlich schon intensiv, auch in der Vergangenheit, mit vielen Partnerunternehmen zusammen, muss man sagen. Einerseits mit großen Unternehmen, aber eben auch mit kleinen Unternehmen und Startups. Das, was sich aber verändert hat, ist die Anzahl an Partnern. Also wir gehen davon aus, dass diese wirklich sehr stark steigen wird in Zukunft. Und die Hauptmotivation ist eben auch jene, neue Services zu entwickeln, die auch den Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Dieser Trend ist natürlich auch am Markt sichtbar. Andere Telekommunikationsunternehmen gehen natürlich auch in diese Richtung, vor allem global agierende. Und da tauschen wir uns auch ständig aus, beispielsweise mit einer Telus, kanadisches Telekom-Unternehmen, das da durchaus eine Vorreiterrolle einnimmt. Jetzt bist du ja eine Managerin, die noch sehr jung ist und in einer ganz anderen sozusagen Systematik sozialisiert wurde. Wenn man sich anschaut, wie die WU vor 30 Jahren war, als ich mal studiert habe, hier erkennt man das nicht wieder. Anders gefragt, ist das ein bisschen auch ein Generationenthema, dass man sagt, es ist leichter, wenn man jung ist, so wie ihr beide. Ihr seid in einem Alter, wo man sagt, okay, ihr habt viel aus der Vergangenheit gar nicht mitbekommen, Wettkämpfe und irgendwelche anderen Geschichten. Oder zieht sich das Unternehmen durch und kann man sagen, alle ziehen an einem Strang. Wie kannst du das machen? Also alle ziehen einen Strang, wäre bei so einem großen Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen. Aber es hat sich durchaus schon sehr viel geändert. Und das Bewusstsein, dass wir nicht mehr das wie vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren stemmen können, nämlich alles alleine zu machen, ich glaube, das ist wirklich schon vorhanden. Und dementsprechend gibt es auch breite Unterstützung über das ganze Unternehmen hinweg, diesen Weg zu gehen. Und dementsprechend auch die Entscheidung, hier eben dieses neue Team ins Leben zu rufen, das sich eben ganz gezielt einerseits dem Thema Portfolio-Management, aber vor allem eben auch dem Thema Partner-Management und Ecosystem-Management widmet. Und da geht es vor allem eben für uns darum, Innovation auch zu fördern, neue Ideen reinzubekommen und sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich auch in Zukunft befriedigen können. Darf ich eine Ergänzung noch machen? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein Ökosystem nicht bedeutet, alle kooperieren. Es enthält selbstverständlich auch Elemente von Wettbewerb. So wie ein Korallenriff, da gibt es Fische, die fressen die anderen. Ja? Das ist Wettbewerb. Also wir haben ein komplexes System, das sowohl aus Kooperation als auch aus Wettbewerb besteht. Entscheidend ist vielleicht aber, dass man tendiert, die Kooperationskomponente zu unterschätzen und dass die unserem sagen wir mal, traditionellen Wirtschaftsdenken vielleicht nicht so entspricht. Aber es gibt natürlich auch Wettbewerb innerhalb von Ökosystemen. Ich meine, die meisten sind ja gewöhnt, dass es in jedem System einen oder eine gibt, die dann sagt, so machen wir es. Ja? Wie mache ich das in so einem System? Wie organisiere ich das? Wo beginnt der Wettbewerb und wo hört die Kooperation auf? Wie kann man das gliedern, dass das funktioniert? Ich glaube, das ist was, was emergent ist. Das heißt also, es entsteht. Und das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip von vielen funktionierenden Ökosystemen, dass sie nicht am Reißbrett entworfen wurden von einer schlauen Instanz, die alle Eventualitäten vorausgesehen hat. Sie entstehen, sie verändern sich, so wie biologische Ökosysteme auch. Sie passen sich an. Die Partnerschaften
und Wettbewerbsbeziehungen etablieren sich und reagieren auf die gemeinsam letztlich auf die Umwelt, weil das ist ja, was sie verbindet. Die Korallenriffe wollen leben, wollen existieren, wollen die Plattform schaffen für Leben, für Überleben, für Besserleben. Und genauso geht es auch in Ökosystemen in der Wirtschaft. Man hat ein gemeinsames Ziel und man muss schauen, wie man das erreicht. Natürlich kann man planerisch bestimmte Dinge, bestimmte Voraussetzungen liefern. Also ich sage mal technologische Voraussetzungen, zum Beispiel Plattformen, Standards setzen, dass eine solche Partnerschaft sich überhaupt entwickeln kann. Aber wie es sich dann ausspielt, ich meine, das könnten vielleicht noch besser Sie sagen, aber meine Erfahrung ist die, es spielt sich sehr viel ein. Und man muss nachjustieren, man muss überlegen. Es ist ein ständiger Diskussions-, Abstimmungsprozess, kostet viel, viel Ressourcen auch. Also wenn ich da vielleicht ansetzen kann, also ich kann das bestätigen, wir haben intensive Diskussionen geführt, welche Art von Ökosystemen wir aufbauen wollen und auch welche Rolle wir in diesen Ökosystemen spielen wollen, weil es gibt ja einerseits den Ansatz, dass man der Orchestrator in dem Ökosystem ist, aber auch der Ansatz, dass man Kontributor ist, also etwas beiträgt. Und da bei uns das Fazit, es kommt natürlich darauf an. Und in dem einen Bereich macht es für uns Sinn, Orchestrator zu sein und dem anderen nur etwas beizutragen, weil nur bedeutet nicht, dass es nicht großen Mehrwert für uns schaffen kann. Und wir wehren uns auch sehr stark gegen diese Argumentation, da ist alles offen und sozusagen da macht jeder, was er will, weil aus unserer Sicht ist es das überhaupt nicht. Es gibt auch klare Strukturen, es gibt ein Governance-Modell und das gibt üblicherweise der Orchestrator vor. Aber das ist durchaus auch etwas, was bei uns gerade im Entstehen ist und was angepasst werden muss. Genau. Oder? Ich meine, das kann man ja nicht einmal entwerfen und dann gilt es für die nächsten 20 Jahre. Absolut. Genau. Und was ich noch ergänzen wollte, ist, ich glaube ja, dass ja auch die Organisation sich so mitentwickelt, natürlich über den Verlauf der Zeit. Ne? Du kommst aus einem zugegebenermaßen damals Monopolisten-Dasein. Du bist aber selbst mit neuer Technik konfrontiert. Ja, das Internet ist ja noch nicht so alt, wie wir immer alle glauben. Und dann entstehen neue Möglichkeiten. Und der Konzern, der entwickelt sich ja auch weiter. Der hat immer die Entscheidung, bei Kooperation, wie auch immer, dann probiert er ein paar Sachen selber, ja, dann kommt er drauf, man kann vielleicht nicht alles intern so gut abdecken, das sind auch Learnings im negativen Fall oder im positiven, weil wir daraus Konsequenzen ziehen, weil wir dann daraus lernen, dass wir es halt anders machen, wenn wir es intern vielleicht nicht so gut hinbekommen. Warum nicht? Weil nicht alles immer Kerngeschäft ist. Und im Kerngeschäft, da wird jeder schon immer sozusagen ganz gut die Richtung wissen. Ja, wenn es nicht Kerngeschäft ist, dann kommt man drauf, na, vielleicht ist es besser, mit einem Ökosystem zu arbeiten. Und so wie sich die Ökosysteme weiterentwickeln und die Möglichkeiten dort, so entwickelt sich eben der Konzern weiter. Und ja, genau, es muss ständig angepasst werden. Also es gibt, glaube ich, keine Strategie, wo man sagt, das ist jetzt der 5-Jahres-Plan und den nehmen wir jetzt. Und dann freuen wir uns in 5 Jahren, sondern du musst ja ständig nachschrauben. Nimm mal als Beispiel dafür mal ein klassisches Beispiel Lego. Also das Spielzeug, die Bausteine, die hatten lange als Geschäftsmodell, sie entwickeln intern einen bestimmten Bausatz. Also weiß nicht, der Kölner Dom oder der Stephansdom oder ich weiß nicht, das Kolosseum oder ein Raumschiff oder irgendwas. Und das wird dann konfiguriert, schön verpackt und verkauft. Jetzt haben dann Lego-User gedacht, jetzt haben wir die schönen Steinchen, jetzt machen wir selber was. Und haben das ausgetauscht im Internet. Die erste Reaktion von Lego war was? Das geht so nicht. Das müssen wir unterbinden. Das müssen wir unter Kontrolle halten. Das wollen wir mal versuchen zu verhindern. Also haben die ihre Anwälte erstmal beauftragt, wie man die abmahnen kann und dass diese Dinger da mit ihren Legosteinen und das wollen wir nicht. Und dann haben sie erkannt, es sind erstens zu viele, die das machen. Zweitens ist es juristisch sehr schwer. Und drittens, die Sachen sind verdammt gut. Und es ist eine exzellente Community. Ich meine, es wird kritisiert, diskutiert, man kriegt automatische Bewertung von den Sachen. Dann haben sie gesagt, machen wir es doch viel schlauer, machen wir doch einen Kooperationsgedanken, holen wir die Dinge doch rein ins Unternehmen, arbeiten wir mit den Leuten zusammen und ändern unser Geschäftsmodell vom integrierten Allesmacher hin zum
Bausatz Verlag. Also wir sammeln ein die allerbesten User-Ideen, ermutigen die noch dazu, das zu machen, stellen dafür die entsprechenden Toolkits bereit, dass man das erleichtert machen kann. Und dann sammeln wir die besten Ideen ein und vertreiben die. Also die Rolle, das ist ein Beispiel für diese Veränderung. Das hat keiner sich so überlegt. Apple, das Beispiel mit den Apps war genauso. Apple wollte beim iPhone die Apps gerne selbst machen. Und dann hätten wir jetzt heute wahrscheinlich, wie viel, 20.000 Apps oder sowas, 30.000, wie viel sonst, wer weiß es. Ich weiß jeden es, Tag werden es mehr. 3 Millionen, 5 Millionen, also eine unübersehbare Zeit. Völlig unmöglich, 5 Millionen Apps durch Apple zu entwickeln. Vollkommen unmöglich. Mhm. Möglich dadurch, dass man umgedacht hat, dass man keinen 5-Jahres-Plan hatte, der dann alles diktiert hat, sondern dass man gesehen hat, es sind Chancen, es sind Innovationschancen da. Bleibt aber trotzdem die große Frage, du hast das vorher angeschnitten, es geht ja auch darum, Eigeninnovationen zu schützen, Patente zu schützen, IP zu schützen. Wie kann ich das in solchen Systemen machen? Das geht ja vielleicht noch auf der europäischen Ebene, weil da gibt es einen gewissen Rechtsrahmen. Sie haben vorher gesagt, die Globalisierung ist natürlich da. Man muss auch kooperieren über Grenzen hinweg. Wie kann man da mit anderen Kontinenten dann umgehen? Kann das funktionieren oder gibt es da einfach rechtlich wirklich Probleme? Man spielt natürlich damit an, die Deutschen haben die große Angst, dass die Chinesen jetzt aus der Werkbankrolle sozusagen in die Innovator-Ebene gegangen sind, Stichwort E-Autos. Ja. Wie sehen Sie das jetzt sozusagen aus der wissenschaftlichen Sicht? Eine einfache Antwort kann es auf so eine Frage nicht geben. Ne? Also wahrscheinlich ist die beste Idee, schneller zu sein. Das heißt, sich nicht so sehr mehr auf den Patentschutz und das quasi Monopol oder Monopol, was einem befristet gibt, zu verlassen, sondern schneller zu innovieren und auf diese Weise den Wettbewerbsvorsprung zu halten. Aber das ist jetzt einfach gesprochen. Natürlich ist es ein Thema, wie kann man auch die Balance hinkriegen zwischen Offenheit und geistigem Eigentum und Schutz. Das ist ja etwas, mit dem sich A1 beschäftigt. Du hast vorher angeschnitten die Rolle des Orchestrators. Das ist ganz wichtig. Was ist damit genau gemeint? Was macht ihr da konkret? Ja, also da geht es in Wirklichkeit darum, dass wir sozusagen diese Schaltstelle in einem Ökosystem sein wollen. Als Orchestrator legt man in Wirklichkeit die Rahmenbedingungen des Ökosystems fest. Also Governance-Strukturen, wie arbeiten die einzelnen Partner innerhalb des Ökosystems zusammen orchestrieren sozusagen diese Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht im Wesentlichen immer die Value Proposition, also das Wertversprechen an den Kunden. Und da gilt es natürlich vor allem auch, dieses gemeinsame Ziel zu definieren und zu sagen, wohin wollen wir denn gemeinsam in diesem Ökosystem? Und daran arbeiten wir aktuell. Diskussion ist auch, soll das plattformbasiert sein, ja oder nein? Viele der Ökosysteme sind ja plattformbasiert. Und da gibt es noch ganz viel Arbeit vor uns. Sehr spannende Thematik auf jeden Fall. Und wie finden sich die Plattformpartner zusammen? Geht da eins aktiv auf Partner zu? Kommen Partner zu euch? Wie funktioniert das im Alltag? Ja, also im optimalen Fall kommen die Partner auf uns zu, weil sie unbedingt dabei sein wollen. Also wie gesagt, daran, wo wir jetzt arbeiten, da stehen wir noch relativ am Anfang. Und da ist aber schon die Idee, dass wir eben in einen Bereich reingehen, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber in einen Bereich reingehen, wo wir wahrgenommen werden am Markt als der Orchestrator und wo wirklich die Partner aktiv auf uns zukommen. Und dann ist es unsere Rolle auch zu entscheiden, sind das Partner, die Teil des Ökosystems sein sollen oder auch nicht. Und vielleicht noch ein zweiter Ansatz. Ich habe Telo schon angesprochen. Wir haben als A1 entschieden, Teil eines sogenannten Global B2B-Konsortiums zu werden. Das ist ein Zusammenschluss von, sagen wir mal, befreundeten Telekommunikationsunternehmen. Dort ist Telus der Orchestrator und wir sind einerseits bemüht, Wissen auszutauschen, aber es soll auch darum gehen, dass wir zukünftig Produkte, Services gemeinsam bauen, entwickeln. Das heißt, die Idee ist, dass wir nicht mehr alles selbst machen, sondern beispielsweise Services, Produkte, die eine Telos oder ein anderes Unternehmen, das Teil dieses Ökosystems ist, eben für unseren Markt nutzen. Und das bringt natürlich einen riesen Mehrwert für uns, weil wir nicht mehr alles selbst machen müssen.
Ist der in einer immer komplexeren Welt auch nicht unbedingt zielführend? Denn das wird ja oft übersehen, es geht ja gar nicht immer um Innovation. Es geht ja auch ums Managen von komplexen Anforderungen, ob die jetzt rechtlicher Natur sind oder technischer Natur. Also ihr seid das beste Beispiel dafür. Du hast gerade vorher gesagt, aus einem Abfallprodukt ist eigentlich eine wirklich tolle Lösung entstanden. Aber das musste mal wer finden. Ja? Und wie hat es dann funktioniert, dass das auch in einem großen Unternehmen wie A1 aufgenommen wurde? Also wenn du zurückdenkst, was müssen beide Seiten machen? Startups sind natürlich immer so, die Gründer sind oft auch dominant, logischerweise, ist ihre Idee. Und wie hat sich das dann vollzogen? Also wie hat sich dieses Zugehen aufeinander entwickelt? Indem wir einfach mal wirklich schon gleich auf der Kundenseite Erfolg hatten. Ja. Und es war wahrscheinlich unser Glück als Invenium, dass wir recht schnell nach Beginn der Kooperation eigentlich unsere zwei größten Kunden, die auch jetzt noch unsere zwei größten Kunden sind, an Bord gezogen haben. Und das hilft natürlich am Anfang, um gleich sozusagen einmal auch intern unter Beweis zu stellen, es gibt eine Nachfrage, man kann damit einen Umsatz machen, man kann damit etwas verdienen. Am Ende des Tages geht es halt auch immer darum. Und das war sicher der initiale Kick-off sozusagen. Und der zweite ist, dass es ein sehr innovatives Produkt ist, mit dem man immer sehr, sehr gerne mit jedem Kunden darüber sprechen kann. Denn was wir am Ende des Tages darstellen, ist die Bewegung von Menschen und das passt für Tourismus, für Retail, für Verkehrsbetriebe, für betriebliche Mobilität. Das heißt, also, du kannst eigentlich mit jedem Kunden über dieses Thema sprechen, kannst immer sagen, wir haben da was Schönes, Innovatives und bist sozusagen nicht nur darin gebunden, jetzt über das Kerngeschäft oder über die Vertragsverlängerung zu sprechen, was du sicherlich auch machen wirst, aber du hast sozusagen immer was Schönes noch in der Tasche. Und ich glaube, all diese Aspekte, also die Innovation der Lösungen, unser recht guter Track Record, dass wir recht schnell mit großen Kunden losgelegt haben, hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, na das ist ein erfolgreiches Beispiel, das wollen wir, ja, und das ist gut. Ein Beispiel, wie schon vorher erwähnt, Startup und großes Unternehmen. Wenn wir jetzt wieder sozusagen zur Ausgangsbasis unserer Diskussion zurückgehen, nämlich um die Business Ecosystems, ist das etwas, von dem eher KMU profitieren können? Also sprich, mehrere Klein- und Mittelbetriebe tun sich zusammen und schaffen so eine größere Einheit vielleicht? Oder ist es auch etwas, wo sich Große und Kleine befruchten können? Gibt es da schon Erfahrungswerte aus Ihrem Wissen heraus? Ich glaube, beides sind Beispiele, die sehr gut funktionieren. Also sowohl die ganz Großen mit den Startups, wo man einfach eine ganz starke Komplementarität hat, Ressourcen auf der einen Seite, aber auch Langsamkeit, bürokratische Prozesse und auf der anderen Seite enorme Ideenflut geradezu, aber überhaupt keine Ressourcen. Mhm. Und Mittelständler haben auch ihr Thema. Die sind alle relativ klein und werden sich nur in der Kooperation weiterentwickeln können. Aber Ecosystems sind natürlich auch weitergefasst und umfassen zum Beispiel auch Universitäten, Forschungseinrichtungen. Auch die sind eine ganz wichtige Komponente für erfolgreiche Innovations-Ecosystems. Wenn man sich die großen Innovationszentren der Welt anschaut, da ist der Nukleus eigentlich immer eine Forschungseinrichtung. Also Silicon Valley hat Stanford und Berkeley auch. Und in Israel gibt es Tel Aviv, da gibt es auch viele Bildungseinrichtungen. In Deutschland ist es München und Berlin mit entsprechenden Sachen. Und wir in Wien haben auch einiges. Und auch in Graz und in anderen Städten entsteht das typischerweise rund um Forschungseinrichtungen. Vielleicht, ich würde gerne noch ergänzen, bei Mario, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass das Top-Management dahinter stehen muss. Also wirklich der Support vom Top-Management, dass Innovation auch einen gewissen Stellenwert hat. Das ist, glaube ich, auch ein kritischer Erfolgsfaktor im Unternehmen. Weil nur wenn das Management dahinter steht, dann gibt es auch die notwendigen Ressourcen. Und das ist halt oft ein Thema, Innovation liefert oft nicht schnell einen Return on Invest, sondern braucht etwas länger. Und da braucht man auch einen gewissen Atem. Und den gibt es nur, wenn das Management dahinter steht. Also. Würden Sie denn sagen, dass dieser Transformationsprozess erst begonnen hat? Weil letzten Endes ist es ein Transformationsprozess, so ein Ecosystem in Wirklichkeit zu dem, was man früher aus unternehmerischer Sicht gelernt und gelehrt hat. Oder ist man eigentlich eh schon über den ersten Step hinaus? Also ich denke, das wird längst gelebt. Also die Organisationen, die sich noch, wie das vielleicht vor Jahrzehnten war, abgeschottet haben,
ich kenne sie nicht. Und wenn es sie noch gibt, dann gibt es es nicht mehr lang, würde ich sagen. Mhm. Also ich sehe keinen großen Knall, der passiert ist. Das ist was einfach die Zeit mit sich gebracht hat. Und ich kann mich auch erinnern, vor 20 Jahren war das Thema Open Innovation war noch ein Fremdwort. Jetzt heute ist es ein selbstverständlicher Managementbegriff geworden. Natürlich müssen wir Organisationen öffnen, natürlich müssen wir Kooperationen suchen. Anders schaffen wir das nicht mehr. Ein besseres Schlusswort hätte ich mir fast gar nicht einfallen lassen können. Also das ist der Appell jetzt an alle, die uns im Nachgang dann zuschauen. Es ist ein Dankeschön an alle, die hier teilgenommen haben, auch für eure Ideen und für euren Mut, das muss man auch sagen, das zu machen, auch natürlich an die Unternehmer. Und einen großen Dank auch an Sie, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und ja, schauen wir, wie das Thema sich weiterentwickelt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne.